Erstmal herzlich willkommen Ihnen allen und danke für Ihr Interesse. Ohayou gozaimasu an unsere japanischen Freunde. Leinlos und ankerlichten heißt es in wenigen Tagen, wenn über 3000 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Nationen mit ca. 30 schwimmenden Einheiten zur diesjährigen maritimen Großübung Northern Coast 2023 auslaufen. Sie symbolisieren damit vor allem eins: Wir stehen gemeinsam für das Versprechen der NATO, einer für alle und alle für einen. Genau. Dieses Versprechen einzulösen bedingt natürlich, dass Partner ein gemeinsames Verständnis des für die NATO so wichtigen und nicht ganz einfachen Operationsgebietes Ostsee entwickeln und die Interoperabilität der verschiedenen Kräfte ständig beüben. Welche strategische Bedeutung unserem Heimatmeer dabei zukommt, können Sie an der Teilnahme nicht nur aller Ostseeanrainer, sondern auch unserer Freunde und Partner aus den USA, Kanada, Niederlande, Belgien und Frankreich ersehen. NOCO 23, so die Kurzform, ist eingebettet in ein Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung, zum allerersten Mal in seiner seit 2007 bestehenden Geschichte und bietet eine erstklassige Übungsmöglichkeit. Wir zeigen gemeinsam Präsenz, wir senden ein klares Signal der Wachsamkeit aller Partner an Russland, nicht werden unser Wache. Dafür wird auch erstmals das gemeinsame Wirken verschiedener Kräfte von See auf Land trainiert, einschließlich amphibischer Operationen unter Beteiligung der Kräfte des deutschen Seebataillons. Zu einer glaubhaften Abschreckung gehört eben auch die Fähigkeit zum Angriff. In diesem Jahr ist die deutsche Marine mit unserem Führungsstab Deumarfor in Rostock für die Planung und Durchführung verantwortlich. Das heißt, die Übung wird aus Deutschland geführt, findet jedoch etwa 1000 Kilometer entfernt statt. Mit NOCO 23 machen wir hier einen gewaltigen Schritt zur vollen Einsatzbereitschaft dieses für die NATO so wichtigen Hauptquartiers, regionalen Hauptquartiers. Damit übernehmen wir Verantwortung für unsere Partner in der Ostseeregion oder wie es der estnische Inspekteur Marine stellvertretend für viele andere ausdrückte: Ihr müsst das jetzt machen und wir machen. Vielen Dank. Können Sie noch ein bisschen konkreter schildern, was wie geübt werden soll? Habe ich das richtig gelesen, dass zum ersten Mal im, im Zuge dieser Reihe, dieser Übung, ein realistisches Bedrohungsszenario sozusagen erprobt werden soll, das Handling eines realistischen Bedrohungsszenarios? Ja, etwas, das, auf was wir uns einstellen würden, nämlich dass eins unserer Partnerländer angegriffen wird und wir entsprechend Kräfte nachführen zur Unterstützung. Und deswegen auch amphibische Operationen, das Wirken von See auf Land, Dinge, die wir in diesem Bereich insbesondere mit den Amerikanern intensiv beüben werden und das mit uns als Hauptpartner. Ich würde gerne wissen, was genau und wo liegt das Seebataillon, also was werden die machen und können Sie uns sagen, was die neuen NATO-Partner, also welchen Beitrag die leisten werden und ob sich das in irgendeiner Weise vom Gaststatus aus früheren Jahren unterscheidet? Dazu muss man vielleicht anfügen, dass die Führung von NOCO seit 2007 immer wechselt zwischen vier Nationen, Dänemark, Schweden, Finnland und Deutschland. Mhm. Ursprünglich von Deutschland vorgeschlagen und initiiert, also als Einladungsübung, ist das aber so das Setting gewesen. Also wir haben immer Partner, die auch nicht in der NATO waren, dabei gehabt. Insofern hat sich das die Einbindung dieser beiden Staaten nicht verändert, mhm, und ist auf einem hohen Niveau wie immer. Den ersten Teil der Frage noch einmal. Was das Seebataillon genau? Also Seebataillon wird zusammen mit der 26. Marine Expeditionary Unit bei Landungsoperationen vor der lettischen Küste üben. Das ist eine amerikanische. Das, genau, wir werden ja, wir kommen gleich noch dazu, ja, zu den einzelnen Einheiten. Wir werden ein großes Landungsschiff der Amerikaner dabei haben, die Mesa Verde. Da können wir vielleicht einmal umschalten zur nächsten Folie, da ist es. 14 Nationen, fast 30 Schiffe, 19 plus Flugzeuge, 3000 plus Soldatinnen und Soldaten, darunter eben die als Highlights wie Mesa Verde, der LPD-17, der Amerikaner mit etwa 800 Marines an Bord. Dazu kommen zwei der NATO-Einsatzverbände im Bereich der Minenabwehr und im Bereich der Schiffe. Der Schiffsverband wird hier geführt vom deutschen Flottillenadmiral Marx. Das werden 3 bis 5 Schiffe sein, die sich daran beteiligen, erführt von der Fregatte Hessen. Und es wird die MCM Group 1 sein mit 9 Einheiten zurzeit unter Beteiligung der Bad Bevensen aus Deutschland.
Und dazu kommt aus deutschen Einheiten die Fregatte Hamburg, ein Minentaucher Einsatzboot, die Bad Rappenau, der Tender Elbe, U36, ein Seefernaufklärer und der Betriebsstofftransporter Rhön. Mich würde noch mal interessieren, amphibisches Anlanden, ist das quasi das, also mit Blick auf das Baltikum, das zentrale Trainingsziel oder was geht darüber hinaus? Es geht um die Sicherung der Seewege, das Verhindern des Nutzens der Seewege durch andere. Aber überlegen Sie sich nur, Finnland und das Baltikum ist fast zu 100% abhängig von Seeversorgung durch die Ostsee. Wenn das Suwalki-Gap dicht ist, und das geht relativ zügig mit zwei Straßen und einer Eisenbahnlinie, das mache ich hier noch im Frieden dicht, dann bleibt nur noch der Seeverbindungsweg. Und dann müssen wir da durch. Und dann gibt es eine Herausforderung auf der rechten Seite mit Kaliningrad. Aber wir können ja nicht einfach stoppen und sagen, seht mal zu, wie jeder selber zurechtkommt, sondern das ist unsere Verantwortung, dort auch entsprechend robust aufzutreten. Wird denn ein verstärkter Fokus auf die Multi-Domain Operations gelegt? Ja. Ist das bemerkbar zu den Jahren davor? Das ist das erste Mal ein Riesenschritt jetzt, dass wir im Bereich, das sind nicht mit Wirken auf Land, das gibt Maritime Land Cooperation, also dass wir die Bereiche Land und Maritim weiter verzahnen. Und da gehen wir jetzt die ersten Schritte mit unseren amerikanischen Freunden, mit der 6. US-Flotte, alles auf persönlichen Netzwerken basieren, übrigens diese Überlegung, diesen Schritt zu gehen, aber dringend notwendig. Und die weiteren Schritte sind die bereits sehr gute Kooperation mit der Luftwaffe hier weiter zu intensivieren. Wir haben auch Einheiten der Luftwaffe dabei und letztendlich den Schulterschluss mit dem deutschen Heer zu erreichen, damit wir nicht nur international voll kompatibel sind, sondern dass wir auch national gemeinsam bewegen. Sind die Ukrainer in irgendeiner Form als Beobachter oder auch Sending eingebunden? Welche Rolle spielt denn der Schutz kritischer Infrastruktur bei diesem Manöver? Der spielt immer eine Rolle, aber eher eine untergeordnete. Weil die Minenabwehreinheiten, die da sind, natürlich auch wirken können in diesem Bereich. Aber eins kann ich dabei hervorheben, natürlich ist die Seeraumüberwachung als erste Grundlage für den Schutz kritischer maritimer Infrastruktur auch ein wesentlicher Punkt. Aber es ist jetzt kein spezielles Übungsziel. Kann ich aber gerne im Anschluss nochmal zu eingehen, weil wir da ja schon seit dem 26. September mit Vorschlägen und auch aktiver Arbeit auch innerhalb der Bundesregierung jetzt ziemlich gut vorangekommen sind. Mich würde mal interessieren, welche Bedeutung der Schutz der Infrastruktur konkret spielt in dem Manöver. Also wird da irgendwas, versuchen Sie was Sie vorher bisher nicht gemacht haben? Warum nur ein U-Boot beteiligt ist, würde mich interessieren. Also Schutz maritimer kritischer Infrastruktur, denken Sie, oder wird natürlich länglich oder wird normalerweise gedacht daran an Pipelines, an Seekabel und dergleichen. In diesem Falle ist die kritische Infrastruktur Häfen zu sichern von Land aus und Häfen die Zugänge zu den Häfen zu sichern. Das ist aber ganz normales Geschäft. Aber der Teilbereich Schutz der Unterwasserinfrastruktur, Seekabel und dergleichen ist nicht im Primärfokus. Wobei ich ergänzen darf, dass wir auch viele nur ein U-Boot, genau. Weil wir andere U-Boote in anderen Operationen gebunden haben und wir aus Schweden keine Einmeldung für ein U-Boot bekommen haben. Russland stellt ja eine Bedrohung für die NATO dar. Sie hatten jetzt öfter schon gesagt, dass die kritische Infrastruktur, speziell Unterwasser, Seekabel und so weiter, nicht speziell im Fokus dieser Übung stehen, aber hätte Russland die Möglichkeit, die technischen und sonstigen Möglichkeiten, die kritische Infrastruktur anzugreifen, was Seekabel und so weiter angeht? Und was sind die Maßnahmen der deutschen Marine? Ist da irgendetwas dabei, was es jetzt an neuen Maßnahmen gibt, die möglicherweise auch bei dieser Marineübung, auch wenn Sie sagen, es ist nicht speziell im Fokus, ausgeführt werden? Also es ist nicht Teil der Übung, aber ja, der Gegner könnte das. Seit über 10 Jahren beobachten wir in der deutschen Marine Aktivitäten und eine ansteigende der Fähigkeiten im Bereich Unterwasserwirkung, Unterwassernavigation und Unterwasserkommunikation. Und zwar Dinge, die einen nicht beruhigen können. Deswegen, nach dem 26. September
letzten Jahres haben wir sehr schnell einen Vorschlag gemacht, wie wir ein Lagebild über und unter Wasser zusammenbringen können. Da gibt es eine Arbeitsgruppe unter dem im Kanzleramt, an dem wir aktiv beteiligt sind, und wir haben bereits große Fortschritte gemacht. Und in der Koordinierung der Seegebiete zum Beispiel, dass wir gemeinsame Rooster haben, wer wann wo fährt. Wir sehen es auch daran, dass die Bundespolizei immer mehr Verantwortung übernimmt, zum Beispiel auch in der Begleitung russischer Einheiten, die durchgehen. Und wir sind dabei, mit einem neuen System digitalisiert die Informationen, die geheimen Informationen, aber auch die offenen Informationen zusammenzubringen, über Wasser und unter Wasser, um daraus ein Gesamtbild zu machen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie im Überwasserbereich, die Grundlage ist ein Lagebild, und zwar das mit künstlicher Intelligenz basiert auf Anomalien achtet. Eine Anomalie wäre, wie geschehen im letzten Jahr, eine russische Einheit, die eine Forschungseinheit, die auch ein kleines U-Boot trägt, was für die Strecke von Skagen bis St. Petersburg eben nicht seine 3 bis 5 Tage braucht, sondern 219 Tage. Und diese 219 Tage in Gegenden verbringt, die uns alle nicht froh machen sollen. Und da muss man sich die Frage stellen, dass wir die KI erkennen, das ist eine Anomalie, und da muss da jemand hingehen und das anschauen. Und dann müssen wir bei uns, denke ich mal, so vorbereitet sein, dass wir uns die Frage stellen, wer ist denn zuständig und kann das machen. Das hat der Minister, glaube ich, auch ziemlich deutlich ausgedrückt. Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir uns die Frage stellen, wer zuständig ist, wenn wir was machen müssen. Und dann höre ich mit dem Exkurs kritische maritime Infrastruktur auf. Für mich ist der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur zusammen mit unseren Partnern ein Beifang der Landes- und Bundesverteidigung. Wenn es knallt, müssen wir es eh machen, weil wir auch die Einzigen sind, die Wirkmittel haben. Und wir müssen aber mit allen Ressorts zusammenkommen, damit wir diese vitalen Verbindungswege Deutschlands auch sauber schützen können. Also nochmal einmal eine Frage zu diesem KI-System, was Sie gerade erwähnt haben. Das ist in Planung sozusagen zur Überwachung von ungewöhnlichen Bewegungen, oder ist es schon im Einsatz? Wir haben verschiedenste KI-Systeme. Wir haben KI-Systeme, um die ganzen Daten auszuwerten, die wir aus den Unterwassersensoren bekommen. Aber in dem Überwasserlagebild-Tool im Maritimen Operationszentrum, das ist in der Entwicklung und aber nicht mehr weit von voller Funktionsfähigkeit. Und das sitzt bei Ihnen in Rostock dann sozusagen? Das sitzt entweder in Glücksburg im Bunker oder bei uns. Ich würde noch mal interessieren, bei Air Defender war ja einer der Schwerpunkte unter anderem auch kritische Infrastrukturschutz von Häfen. Rostock war, glaube ich, da auch eines der Übungsbeispiele. Hat man das jetzt quasi in Abstimmung auch gemacht bei diesem Seemanöver, dass man sagt, okay, es geht primär um den Schutz der Häfen und weniger um Unterwasserinfrastruktur, und dann versucht man im Endeffekt danach Lehren zwischen den unterschiedlichen Dimensionen draus zu ziehen, oder war das jetzt einfach Zufall? Also Schutz von Hafenzugängen und Hafenanlagen ist immer ein Thema für die Marine, und noch besser, wenn wir es gemeinsam mit der Luftfahrt üben, weil das natürlich ganz eng ineinander kam. Das wird sicherlich auch eines der zukünftigen Szenarien sein, die wir üben müssen. Das ist das erste Mal, dass wir Landes- und Bundesverteidigung machen, und hier war der Schwerpunkt auf Wirkung von See auf Land. Ja, das können wir noch. Wir hatten im letzten Jahr eine Übung Baltic Tiger in Estland, wo wir gemeinsam mit der Luftwaffe genau das geübt haben. Und zwar die Verteidigung eines Hafens, die Anlandung dann in einen Hafen nach der Absuche und gleichzeitig auch eines Flughafens. Und ich betone nochmal, die Zusammenarbeit mit der Luftwaffe ist da ganz exzellent. Bei den letzten NATO-Manövern, also im hohen Norden, im Januar, Februar, sind die russischen Seestreitkräfte ja relativ aktiv gewesen. Haben Sie Anzeichen für solche Beobachtungen, halbaktiven Teilnahmen am Manövergeschehen auch jetzt? Oder? Also das Begleiten von Manövern ist ganz normales, ja, Business. Wir sehen aber zum Beispiel auch Ocean Shield, die russische Übung, ist deutlich kleiner gewesen als in den letzten Jahren. Und wir erwarten nicht, dass es zu einer massiven Bannung von russischen Einheiten bei unseren Übungsverbänden kommen wird.
zur Bedrohungslage, dass wir, was wir beobachten können, auf der anderen Seite ist absolut normfrei. Also wir sehen Übungen, die in der Presse allerdings öfter jetzt behandelt werden, als sie das in früheren Jahren waren. Aber es ist absolutes Normverhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch das gegenseitige Treffen in See erfolgt nach Regeln, die wir schon im Kalten Krieg hatten. Das ist also absolut seemännisch. Immer mal ein kleiner Ausreißer dabei, wenn ein Flieger zu dicht über Einheiten fliegt, aber vom Grundsatz absolutes Normverhalten. Ich sage mal gerne, wir sehen das. Ich sehe das so, dass das auch aufgrund unseres sehr starken Engagements vom ersten Tag an, in dem wir Einheiten ja in die östliche Ostsee entsandt haben, sind sicherlich auch dadurch initiiert ist. Also das Gegenteil dazu. Dann haben wir die Frage der vollen Einsatzbereitschaft. Wir haben gerade das Hauptquartier in Rostock der NATO als einsatzbereit für ein 2-Sterne-Hauptquartier der Region eingemeldet. Das Schreiben geht gerade an den Zirkel. Das heißt, es ist jetzt dann einsatzfähig? Wir sind gefordert werden, einsatzklar für zur Führung von Operationen im regionalen Bereich. In der Ostsee? Ja. Kaliningrad? Kaliningrad dachte ich, hätte ich mit der ersten Frage beantwortet. Passt bis noch ein Fall. Das heißt, Sie haben da jetzt auch keinen besonderen oder war es Absicht, dass Sie jetzt nicht vor Kaliningrad auch das Übungsgebiet haben. Ja, das ist natürlich. Also wir haben in den letzten Jahren haben wir in den Ostseezugängen geübt oder auch schon mal in den schwedischen Gewässern und jetzt ist das Gastland eben Lettland und deswegen auch das Hauptgebiet der Übung. Natürlich macht das keinen Sinn, vor Kaliningrad zu üben. Das wäre eine völlig unnötige Eskalation, das muss man nicht sein. Sie haben gerade gesagt, dass die MAFOR als 2-Sterne-Hauptquartier in der NATO als einsatzbereit gemeldet wurde. Was bedeutet das, in welchem Fall entscheidet sich der Sache, das sozusagen anzunehmen? Was bedeutet das? Na, was ich ja zeige, ist, Sie kennen den Satz, train as you fight. Das ist ein Operationsgebiet, was extrem komplex ist. Enge Gewässer, viele Partner, die koordiniert werden müssen. Man braucht schon im Friedensfall ein Netzwerk aus Hauptquartieren, die gemeinsam operieren können, die sich verstehen und dann ohne Verzögerung auch agieren können. Und daher braucht es schon alleine im Frieden jemanden, der sich um Fragestellungen wie Massenanfall von Verwundeten, wie gehen wir damit, wie ändert sich das Operationsgebiet, welche Einheiten können wir für welche Operationen verwenden. Und solche Koordinierungsmaßnahmen würde dieses Hauptquartier schon bereits in Friedenszeiten übernehmen und dann eben auch größere Marineverbände im Ostseerahmen führen können. Darf ich eine Nachfrage stellen dazu? Ist das der Punkt, der seit Jahren noch offen ist und es auch noch andere Bewerber gibt? Das ist total kompliziert. Da gibt es so viele verschiedene Begriffe von Regional Maritime Coordination Function, Regional Maritime Headquarter. Also wie die Command- und Kontrollstruktur der NATO da letztendlich ausgeht, weiß ich nicht. Derzeit geht die Entwicklung dahin, dass man von 2 regionalen Hauptquartieren auf einer 2-Sterne-Ebene ausgeht, wahrscheinlich im Schwarzen Meer und bei uns, weil man eben einsieht, dass es hier der besonderen Regelung bedarf. Wir haben einen Mitbewerber. Wir sind die Ersten, die einmelden. Und alle anderen, bis auf diesen Mitbewerber, sind uns auch in dieser Verantwortung. Bei uns heißt Ostsee oder Deutschland? Also das Hauptquartier in Rostock. Der Landes- und Bündnisverteidigungsrat stand jetzt auch lange bei der Marine nicht an. Das ist die kleinste Flotte immer noch die kleinste Flotte. Wie viel Kraft kostet es, diese Übung auf die Beine zu stellen mit der Einheit? Also Landes- und Bündnisverteidigung stand immer bei uns an, aber der Fokus der Einsätze war eben viele Jahre ein anderer. Aber die Ausbildung ist immer dahin gegangen, dass die Einheiten bis den ganzen Weg gegangen sind und auch dafür zertifiziert wurden. Welchen Aufwand bedeutet das? Bedeutet, dass wir das Hauptquartier, was wir in Rostock aufgebaut haben, ordentlich auslasten. Aber dafür sind sie auch da. Das ist also keine Mehrbelastung, sondern eigentlich eine Bestätigung dessen, was wir seit vielen Jahren vorbereitet haben. Für die einzelnen Einheiten haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir, wie Sie schon sagten, wir sind nicht die größte Marine, wir sind aber die größte Marine in der Ostsee. Also insofern ist das ja schon mal ein Punkt. Aber wir müssen sauber balancieren zwischen den Erfordernissen der Landes- und Bündnisverteidigung und dem Krisenmanagement.
wenn Sie sich das neue NATO-Streitkräftemodell anschauen, was ab 2025 greift, werden nahezu alle operativ verfügbaren Einheiten der deutschen Marine in diesen Bereitschaftszuständen, die sich dann ergeben, gebunden sein. Insofern werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir flexibler mit den übrigen Einsätzen umgehen. Und da ist mein Credo: überprüfen, priorisieren, flexibilisieren. Und da machen wir auch bereits Vorschläge, wie man das machen kann, und sind in guter Diskussion mit dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Auswärtigen Amt, um dort Lösungen zu haben. Ja, es geht nochmal in die Richtung, die der Kollege vor mir eben gefragt hat, die Einbettung in Landes- und Bündnisverteidigung. Sie hatten zu Beginn gesagt, das erste Mal seit 2007. Was ist der Grund? Ist das jetzt, hängt das mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Angriff auf Nord Stream möglicherweise sogar zusammen, mit den Anschlägen, dass jetzt diese Landes- und Bündnisverteidigung zusammen mit der Marine das macht? Also was ist der konkrete Grund dafür jetzt? Der 24. Februar 2022. Das Docklandungsschiff, wie heißt das? Wer ist der Chef von diesem Gesamtmanöver? Also wer kommandiert das sozusagen vor Ort? Und das Dritte, Sie hatten jetzt hier einen Mitbewerber um die Kommandostruktur. Wer, ist das Polen und wo also ist das? Das Schiff ist die Mesa Verde, ein Schiff der Klasse APD 17, ich glaube 15 Jahre alt. Die sind auch zu vieler Woche öfter schon mal da gewesen. Der Mitbewerber ist Polen. Das aufzubauende Hauptquartier steht in Gdynia. Wo? In Gdynia? Ja. Und die zweite Frage? Wer leitet das Manöver? Achso, das wird geführt vom Deputy Commander Doyle Marfor aus Rostock, Flottillenadmiral Heisch. Wann erwarten Sie denn eine Entscheidung von der NATO, ob Sie das Regionalkommando bekommen? Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass die Anzeige des Zwei-Sterne-Kommandos jetzt sehr schnell positiv beschieden wird. Das hängt dann aber zusammen, wie die Kommando-Kontrollstruktur überhaupt im Norden eingerichtet wird. Denn wir haben ja ein neues NATO-Hauptquartier in Norfolk. Was an Landmasse denen unterstellt wird und wie sich die Verantwortlichkeiten im maritimen Bereich dann schütteln mit dem maritimen Hauptquartier in Norfolk, ist alles noch offen. Aber für uns ist wichtig, das Hauptquartier steht bereit und kann jederzeit genutzt werden. Von wem auch immer, ist mir auch egal. Jetzt haben Sie es ehrlich gesagt für mich noch komplizierter gemacht, als es vorher war. Ich nehme mit, Sie erwarten bald von der NATO tatsächlich den Bescheid, dass Sie das maritime Hauptquartier für die Region stellen. Sprich das, was den operativen Einsatz auch steuert, unterhalb von Norfolk. Da kann ich... Also ich weiß, es ist verwirrend, aber für uns ist es auch verwirrend. Aber bis ich zu Norfolk kam, war alles richtig, ja? Bis ich zu Norfolk kam, war alles okay. Also Norfolk, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ist nur ein maritimes Headquarter, aber ohne Beteiligung von Luftwaffe und Heer. Ist es angedacht, ist es sinnvoll, wenn nicht alle Dimensionen dort irgendwie vertreten wären? Ja, das ist auch angedacht. Wir haben ja eine Mischform, wir haben ja in unserem normalen Stab haben wir zum Beispiel Luftwaffenpräsenz, sodass die Expertise auch darüber wandern kann. Aber natürlich, genauso wie wir andere Nationen dabei haben, müssen wir auch ganzheitlich denken und auch die anderen Teilstellkräfte dort mit einbinden. Auf Cyber. Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr. Dann ist mein Vorschlag, dass wir diesen Part unter 1 beenden.